Dana, sag mal, ist irgendwas? Du bist so still. Denkst du denn nicht auch, dass irgendjemand hinter dem Anschlag steckt? Ach, Quatsch, wer soll denn dahinter stecken? Das waren doch sowieso die Nachbarkinder einfach. Ich meine, die machen doch immer so einen Scheiß. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand hintersteckt. Außerdem habe ich sowieso gerade ein paar andere Probleme. Weil eigentlich kann ich heute überhaupt nicht zur Arbeit gehen. Und so, und das, ich habe einen wichtigen Termin, aber... Wichtigen Termin? Du willst nicht zur Arbeit gehen? Sag mal, willst du schwänzen oder was? Du bist in der Ausbildung. Und du kennst deinen Chef ganz genau, so engagiert wie der ist, ruft er sofort bei Mama und Papa zu Hause an. Und dann hast du wieder Stress mit denen. Deswegen habe ich ja auch eventuell überlegt, dass du vielleicht zur Arbeit gehen kannst für mich. Ich gehe für dich zur Arbeit. Sag mal, spinnst du? Du weißt doch ganz genau, dass ich jetzt bald Abiturprüfung habe. Jede Stunde zählt. Ja, aber das schaffst du doch sowieso mit Dings. Du musst auch wirklich nicht viel machen. Ich beeile mich auch. Ich bin sofort wieder da. Ja, schön. Und wenn er dann sagt, mach mal bitte eine Spritze, was mache ich dann? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ach, das machst du sowieso. Ich mache das sowieso nicht. Deshalb, du musst einfach nur Kaffee machen und dann irgendwie mal ans Telefon gehen, vielleicht, wenn jemand anruft. Es kommen sowieso keine Patienten so früh. Und bis dann bin ich wieder da. Wirklich, bitte, bitte, bitte. Oh nee, ehrlich nicht. Sag mir erst mal, wo du hin überhaupt willst. Ja, ich habe einen Termin. Und ja, so. Was für einen Termin? Ja, kann ich jetzt nicht sagen. Oh Gott, bitte, warum bitte, muss das sein? Ich beeile mich auch wirklich. Bitte, 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 bitte. Ja, okay, ich mach's. Ja. Aber ich will dir nicht zu nahe kommen, aber vielleicht sollten wir uns umziehen. Ich meine, das ist ja nicht gerade so. Ja, das sollten wir vielleicht tun. Abgesehen davon würde es so oder so auffallen, wegen meiner Brille, Haare, alles. Ja, ich weiß. Wir sehen uns überhaupt nicht. Du ziehst einfach deine Brille aus, machst ein bisschen die Haare auf und so. Ja, schön, weil ich ja auch Kontaktlinsen dabei habe. Ich habe ja nicht umsonst die Brille auf. Quatsch, das schaffst du schon. Du musst ja nichts machen. Ja, okay, dann beeil dich jetzt mal. Okay. Hier zeigt sich die besondere Verbindung, die Zwillinge miteinander haben. Die sind ein bisschen enger und gefühlsmäßig ein bisschen näher dran als vielleicht normale Geschwisterpaare. Und Natascha ist in dieser Situation sogar bereit, für ihre Schwester zu lügen. Okay, das sieht doch gut aus. Sieht viel besser aus als vorher. Was meinst du? Ja, ganz toll. Okay. Super. Okay, ich muss jetzt auch wirklich los, aber danke. Bis später. Ja, tschö. Ach, das wird gar keine Probleme geben beim Zahnarzt. Ich meine, damals haben wir auch immer getauscht. Und da hat sie damals sogar noch in der 6. eine Arbeit für mich geschrieben. Also, ich meine, es muss ja auch irgendwie Vorteile haben, dass man Zwilling ist, oder? Yo sé que tú quieres. Mensch, Dana, du siehst heute echt gut aus, richtig gut erholt, gut drauf, war ja auch nicht immer so in letzter Zeit, ne? Hast mal 8 Stunden geschlafen, wie ich es dir empfohlen habe, ja? Solltest du echt öfter machen. Dann nimm doch mal die neu gewonnene Energie, schnell ab in Behandlungsraum 1, bring ihn mal auf Vordermann, damit wir vielleicht loslegen können. Ja, die Frau Vogt kommt nämlich gleich. Ja? Okay, aber jetzt auch, komm, zackig, wir müssen ein bisschen ranhalten. Ja. Ja, ist das, was ist das Problem? Ich gehe noch nur kurz auf Toilette, ist das okay? Schon wieder, ja klar, ist okay, aber gehst du, hast du irgendwie eine Blasenentzündung? Nein, ich weiß nicht, nein, alles gut. Hört sich für mich fast so an. Cranberry-Saft kann ich dir empfehlen oder aber Blasennierentee, schreibe ich dir gleich mal Rezept auf. Kannst du in der Apotheke holen, ja? Also dann, komm, super. Ab auf die Toilette, aber voran, wir müssen ein bisschen ranhalten jetzt, ja? Ja. Ich musste bestimmt 8 Mal auf Toilette gehen. Was hast du? Mensch, ich hab eine Blasenentzündung. Was hast du denn für Schuhe? Ja, wo soll ich das denn wissen? Oh mein Gott, halt dich, okay? Ja. Komm, schnell. Ich mach doch schon schnell. Okay. Lecker, ja, Mensch. Mensch. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, wie sieht's aus da unten? Geht's voran? Ja, alles gut. Okay. Bin gleich fertig. Anna, wie sieht's aus? Komm, voran, voran, komm mal, wir müssen ein bisschen anhalten. Die Frau Vogt kommt doch gleich. Ja. Das OP-Besteck schon fertig. Das mache ich jetzt.
Ja, machst du jetzt, ja. Aber jetzt komm, zack ich hier. Ach Mensch, Dana, was ist denn mit dir los in letzter Zeit? Du bist total fahrig, irgendwie unkonzentriert, das ist doch früher nicht passiert. Die Frau Vogt ist schon da. Komm, lass mich, ich mach das. Geh du mal. Nimm mir mal den Mantel, die Tasche ab. Mann. Hallo. Ja. Geben Sie mir mal Ihre Jacke. Ja, ich mache das schon. Dankeschön. Das behalte ich bei mir. Gehen Sie schon mal durch. Darf ich durchgehen? Ja, danke schön. Hallo Frau Vogt, kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Wie geht es Ihnen? Ja, alles in Ordnung mit Ihnen. Alles in Ordnung, außer den Zähnen. Meine Güte, jeder hat doch schon mal geklaut. Das ist doch wohl nicht so schlimm. Also nur weil ich es zugebe, ich meine, ich brauche das Geld doch auch. Und die Alte, die hat doch genug davon. Meine Güte. Hey Dana, hi. Hast du heute schon mal nach mir gesucht, ne? Ja, ich weiß. Und ich habe auch was für dich dabei. Ach, ich hoffe, um deine Schulden zu bezahlen. Aber warst du das denn mit der Mülltonne? Was für eine Mülltonne? Ich hab dir schon Hab ich mit einer Mülltonne zu tun? Ja. Aber das ist doch schon mal was. 200 Euro ist was? Da fehlen noch 6. Ich weiß und ich gebe dir das auch, aber hast du nicht vielleicht doch noch was für mich? Ich hab gar nichts. Solange wie das Geld nicht dran ist, dann Aber ich will nicht viel haben. Es gibt nichts. Ich hab selber nichts. Ich hab selber Theater, okay? Ich muss das auch bezahlen, das Zeug. Ich weiß. Ich will aber wirklich nicht viel haben. Bitte, weil bis nicht braucht das so aber. Nix. Weiß, ihr Kack-Junkies, ihr kotzt mich so an. Du Arschloch, du hast mir doch die scheiß Drogen gegeben, Mann. Ich hätte dir die Bullen auf den Hals. Was hab ich dir gegeben? Was hab ich dir gegeben? Du hättest mir die Bullen auf den Hals? 600 Euro! Ich weiß, ich geb dir das doch so schnell. Bevor ich das nicht habe, ne? Oder willst du, dass deiner Familie was passiert? Hm? Dass ich noch mal ein schönes Filmchen von dir drehe? Was? Hm? Wie meinst du das? Oder das mit der schönen Autoscheibe. Denk dran, Fräulein. Ja, 600 Euro. Ich geb's dir, ich beeil mich. Sieh zu. Hey, warte mal. Du warst doch eben bei ihm, oder? Hast du da nicht noch ein bisschen für mich? Nee, kümmere dich mal eigentlich als Mädchen. Aber Dana ist in die Drogenabhängigkeit gerutscht und gefährdet nun auch ihre gesamte Familie dadurch. Sie sollte schnell den Weg entweder zu ihrer Familie finden und mit denen reden oder aber zu einer Drogenberatungsstelle, wo ihr geholfen wird. Die Versicherung zahlt nicht. Guten Abend erstmal. Und weißt du auch warum? Weil du nicht bei der Polizei angerufen hast, um eine Anzeige zu machen. Und warum nicht? Ach, mein Gott, Schatz, ich finde jetzt echt, dass du überreagierst. Ich reagiere über. Ich denke nicht, dass es überreagiert ist, sich Gedanken zu machen, wenn erstens die Mülltonne angezündet wird, ja? Dann schleichen hier nachts Leute in unserem Haus rum und filmen uns, während wir schlafen. Und dann meine Beifahrerscheibe vom Auto. Ja, mein Gott, da draußen, da laufen Kettensägenmörder rum. Hör mal, klar, da war jemand in der Wohnung und hat uns gefilmt und die Sache mit der Seitenscheibe, mein Gott, das ist Sachbeschädigung. Aber stell dir mal vor, jeder geht wegen so einer Lappalie zur Polizei. Die können doch ihre Arbeit gar nicht mehr machen. Eine Lappalie? Irgendwann steht wirklich ein Kettensägenmörder bei uns im Haus. Du musst jetzt bitte bei der Polizei anrufen. Und das ist mir auch egal, wie du darüber denkst. Ich möchte, dass du jetzt bei der Polizei anrufst und das klärst. Was ist eigentlich hier los? Müsst ihr eigentlich immer so rumschreien, wenn ihr euch streitet? Mama, ich möchte bitte, dass Mama, du jetzt da anrufst. Lass doch mal das Handy los. Meine Güte, wegen sowas ruft man doch nicht die Polizei. Wegen sowas? Habt ihr irgendwas? Oh Gott, Mama. Und abgesehen davon, was ist eigentlich da mit diesem Video? Wieso hast du davon nichts gesagt? Ja,
Tut mir leid, aber wir wollten ja nicht, dass ihr euch Sorgen macht. Mama, sehe ich irgendwie aus, als würde ich mir Sorgen machen? Nein, leider seht ihr überhaupt nicht so aus. Aber an eurer Stelle würde ich mir mal Sorgen machen. Hier schleichen Leute in unserem Haus rum. Mama, das waren irgendwelche Kinder, die einen Streich machen wollen. Reg dich mal ab. Na, da hörst du es, meine Kleine. Ich glaube es nicht. Wirklich nicht. Das... Nein, tut mir leid. Ruf jetzt bitte da an. Mach eine Anzeige. Nein, ich gehe jetzt erstmal duschen. Schatz, bitte! Ach, mein Gott. Hör mal, Svenja, 5 Minuten. Ich, wirklich, 5 Minuten. Ich hatte echt einen Scheißtag im Büro. Ich brauche nur 5 Minuten Ruhe. Ich gehe nur gerade duschen. Boah, da ist gerade nochmal gut gegangen. Dana kam genau im richtigen Moment. Ich hoffe, Svenja regt sich ab. Ich glaube nicht, dass Jennifer noch so eine Aktion nach der Kündigung bringt. Sag mal, wie siehst du eigentlich aus? Mama. Was ist los mit dir? Du hast Augenränder, da passen Schuhe rein. Ja, Mama, ich habe eben nicht so viel geschlafen. Meine Güte. Warum schläfst du nicht? Ja, ich habe ein bisschen Stress und so, bei der Arbeit ist doch nicht so schlimm. Ich habe auch Stress. Ich muss auch was erledigen. Ja, aber da ist noch irgendwas da, aber ich muss mich jetzt wirklich an meinem Projekt machen. Ich hab noch eine Frage und zwar... Was? Ich kenne den Ton. Was? Jetzt sag nicht, du willst wieder Geld. Ja, aber Mama, ich brauche wirklich nicht viel, nur ein bisschen. Nein. Im Moment ist ein bisschen knapp, irgendwie, ich weiß auch nicht. Dana, es ist jeden Monat das gleiche Theater mit dir. Wir finanzieren dir so viel schon außerhalb deines Gehalts. Ich brauche wirklich nur ein bisschen. Nein, du musst endlich lernen, dass du mit deinem Geld umzugehen hast. Mama. Nee, ich lasse mich auf die Diskussion überhaupt nicht ein. Ist jetzt noch irgendwas? Ich muss mich an mein Projekt machen. Ich habe keine Zeit mehr jetzt. Und geh mal schlafen. Was soll ich denn jetzt machen? Mama und Papa geben mir kein Geld. Die können doch wenigstens ein bisschen Geld rüberwachsen lassen. Ist doch nicht so schlimm. Ich meine, ich brauche ja nicht viel. Ich bin schon total in Panik. Was soll ich denn jetzt machen? Dana, was ist mit den Akten? Hast du die bearbeitet? Die sind noch gar nicht bearbeitet. Was mit den Rechnungen? Sind die Rechnungen raus? Mach ich sofort. Nee, das muss zügig. Zack, ja, zack. Ich bin doch hier ganz alleine. Die drei. Komm noch dazu. Ja, ich aber kann Mensch, das doch nicht alles ist doch dein allein. Job. Bisschen zügiger. Hör mal, ich mache jetzt eine halbe Stunde Mittagspause. Ja, dann komme ich wieder. Da müssen die so anfällig sein. Mach ich. Ja, komm, zügig, Dana. Ja. Kann ich auch alles allein machen hier. Ich muss irgendwas nehmen, damit ich ruhiger werde. Ich komme halt gar nicht klar. Wir müssen doch hier irgendwas haben. Irgendwelche Tabletten zur Beruhigung oder sowas. Was ist das denn hier, Dana? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Du klaust dir Schmerzmittel bei mir in der Praxis. Nein, ich... Ich hab's doch gewusst, du bist drogenabhängig. Nein, wie hast du von der Frau Vogt auch das Geld geklaut? Nein, warst du das auch, Dana? Ich weiß nicht. Nein, ich... Du brauchst unbedingt Hilfe, das darf doch nicht wahr sein. Komm, komm, gib die mal her, die Schmerzmittel. Ja, kann, da, die sind da, so. Komm, du hast doch welche, das sehe ich doch hier. Komm, gib die mal her. Hör mal, das geht doch nicht. Du bist doch drogenabhängig, du brauchst Hilfe. Wir haben die ganze Praxis hier voller Schmerzmittel. So kann ich dich doch unter den Umständen hier nicht arbeiten lassen. Aber ich hätte Nein, pass auf, jetzt ist gut. Ich gebe dir Hilfe, ich schreibe dir Nummer auf von der Suchtberatung. An die wendest du dich bitte. Nein, das brauche ich nicht. Du kannst unter diesen Umständen hier nicht weiter arbeiten. Du bist fristlos gekündigt. Bitte zieh deine Sachen aus, lass sie unten liegen, geh nach Hause. Die Kündigung, die Unterlagen kriegst du dann danach geschickt. Aber kann ich... Nein, die bleiben hier. Scheiße, jetzt bin ich voll am Arsch. Wenn das zu Hause rauskommt, dann habe ich richtig Probleme. Ich kann nur hoffen, dass mein Chef wirklich nichts sagt. Und Mick sitzt mir immer noch im Nacken.